Im Winter kann es manchmal ohne ein Tiefdruckgebiet, ohne Niederschlagsgebiete trotzdem Schneefall geben unter einem starken Hochdruckgebiet und dabei handelt es sich meistens um Industrieschnee. Wir wollen uns heute in diesem Video genauer anschauen, wie dieser Industrieschnee entsteht bzw. welche Bedingungen vorherrschen müssen, damit es zu Industrieschnee kommt. Wir schauen uns zunächst mal, wie muss die Atmosphäre, die Luft geschichtet sein, und zwar haben wir unter einem starken Hochdruckgebiet im Winter häufig eine Inversionswetterlage. Was ganz genau ist eine Inversion, erfahrt ihr übrigens in diesem Video, was ich euch hier oben noch verlinken werde. Ja, wir sehen, eine Inversionswetterlage muss sich aufbauen. Das heißt, wir haben so eine Sperrschicht oberhalb dieser Inversion. Da herrscht teilweise richtig freundliches Wetter auf den Bergen, da scheint die Sonne, da ist es richtig mild. Und dann haben wir eine sehr dünne Kaltluftschicht, die sich in bodennahen Schichten befindet. Oft liegt diese Inversionsgrenze zwischen mild und trocken und eben dieser feuchten, kalten Luft in bodennahen Schichten nur sehr tief, teilweise nur so bei 200, 300 Höhenmeter, manchmal auch noch ein bisschen höher, also eine sehr flache Kaltluftschicht. Ja, und da unten in dieser flachen Kaltluftschicht, da ist es meistens trüb und grau, denn an der Grenze zur milden und trockenen Luftschicht, da bildet sich meistens eine Hochnebelgrenze oder wir haben im Tiefland sogar direkt auch Nebel liegen. Diese flache Kaltluftschicht, die ist gar nicht so einfach im Tiefland hinzubekommen. Meistens geht noch eine Nacht voraus, in der es sternenklar ist, es richtig stark abkühlt und dann legt sich am Ende der Nacht oder innerhalb der Nacht eben sehr dichter Nebel oder Hochnebel über diese Kaltluft, ja, und die wird dann eben tagsüber konserviert sozusagen, dass es dann auch tagsüber dauerfrostig bleibt. Ja, die Bedingungen haben wir also geklärt, aber wie kommt es dann genau bei dieser Wetterlage, wo wir eine sehr tiefliegende Inversion brauchen, zu Industrieschnee? Schieben wir uns einfach mal ein Kraftwerk und Industrieanlagen in unsere Landschaft herein. Ja, und wir sehen dann, dass diese Kraftwerke bzw. Industrieanlagen natürlich für Emissionen sorgen, unter anderem auch Wasserdampf und immer mehr Kondensationskerne oder Kondensationskeime genannt, werden dann in die Atmosphäre gebracht und die sorgen dafür, dass dann die Luft immer mehr gesättigt wird im Bereich dieser Inversion, im Bereich dieser Grenze, wo dann die Wolken liegen. Ja, und dann entstehen dort eben Schneeflocken bzw. Wassertröpfchen und weil es unten ja frostig ist, da beginnt es dann irgendwann, wenn die Luft gesättigt ist, zu schneien. Schneeflocken rieseln runter und in der Nähe, im Umfeld dieses Kraftwerks, im Umfeld dieser Industrieanlagen, kommt es dann örtlich sehr begrenzt zu Schneefall. Eine sehr ausgeprägte Lage mit Industrieschnee gab es im Dezember 2007. Davon ist übrigens auch dieses Bild, was ich in Herne gemacht habe, im Ruhrgebiet, auch in der Nähe eines Kraftwerks. Wir sehen, es ist eine relativ verschneite Landschaft. Wir sehen aber auch den grauen und trüben Himmel. Also da lag man unterhalb dieser Grenze, dieser Inversion, dass es dort eben frostig kalt war. Ja, und dann gab es eben Industrieschnee. Wir sehen das auch ganz gut. Diese ausgeprägte Inversion an den Temperaturen damals im Ruhrgebiet, ganz unten, teilweise auch im Rheinland und im Münsterland, frostige Werte. Da gab es Dauerfrost tagsüber, teilweise nur -3, -4 Grad. Ja, und dann schon wenig höher. Sobald man die Höhenlagen Richtung Bergisches Land hochkommt, aber auch Richtung Sauerland, dort gab es verbreitet Plusgrade, teilweise 7, 8 Grad plus sogar. Also da war es sonnig und verhältnismäßig mild. Wir sehen das ganz gut am Satellitenbild von damals. Auch die scharfe Grenze bis ins Ruhrgebiet etwa rein, reichte dann die Wolkendecke und weiter in nach Süden hin, Richtung Bergisches Land, Sauerland. Da sieht man auch wolkenlosen Himmel. Da war es eben richtig sonnig und auch vergleichsweise mild. Wir sehen mal ein hochaufgelöstes Satellitenbild. Das war dann so ein, zwei Tage später. Und wir sehen, wenn wir genau hinschauen, diese vereinzelten weißen Flecken im Rheinland, im Ruhrgebiet, im Münsterland. Einzelne weiße Flecken, ja. Und das sind diese Industrieschneeflecken in der Nähe von Industrie, in der Nähe von Kraftwerken. Die waren sogar im Satellitenbild zu erkennen, dass es eng begrenzt im Umfeld dieser Anlagen dann eben zu einer Schneedecke kam. Ja, das war's zum Thema Industrieschnee. Abonniert einfach unseren YouTube-Kanal. Es wird weitere Erklärvideos geben. Macht's gut, bis zum nächsten Video und ciao.